Hallo Leute, im zweiten Video dieser Reihe werden wir nun in unseren Server 1 eine zweite virtuelle Netzwerkkarte einbauen. Dazu sagen wir hier Netzwerkkarte hinzufügen und weisen der meine LAN-Karte zu. Das ist jetzt quasi ein virtueller Board auf dem virtuellen Switch, der sozusagen in die Außenwelt führt und mit dem ich ins Internet komme. Hier kann ich wieder ein paar unnötige Features ausschalten, sag OK und starte nun den virtuellen Server. Wenn ich mich eingeloggt habe, wäre ich jetzt hier gefragt, ob ich irgendwelche Firewall-Einstellungen vornehmen möchte. Ich klicke hier auf Yes und erlaube sozusagen hier den Zugriff von außen auf diesen Computer wie durch die Datei- und Druckerfreigabe. Sag Yes und gehe nun in die Netzwerkeinstellungen. Nenne die zweite Netzwerkkarte nun beispielsweise LAN oder kann es auch Internet nennen und muss dieser Netzwerkkarte nun, nehme ich das IPv6 weg und gebe der mal eine statische IP-Adresse 172.16.1.10. Und DNS-Server bin ich selbst, 127.0.0.1 für die Localhost-Adresse. Diese IP-Adresse wird immer bei einem DNS-Server eingestellt, den ich nachher auf dieser Maschine machen werde, da ein DNS-Server im Prinzip immer sich selbst abfragt. Sag jetzt OK und stelle beim Private LAN auch noch hier unten auf 127.0.0.1 um. Sag nun OK und kann jetzt hier im Server Manager sehen, dass ich hier zwei neue IP-Adressen habe. Ich kann jetzt einmal mittels einem Ping-Test schauen, ob ich sozusagen nach draußen komme. Okay, das funktioniert jetzt noch nicht. Schauen wir mal, ob ich meinen Router pingen kann. Ja, das funktioniert. Warum funktioniert der Ping hier oben nicht? Es funktionieren natürlich auch andere nicht. Liegt im Prinzip lediglich daran, dass ich keinen DNS-Dienst abfragen kann, da ich selbst noch kein DNS-Server bin. Allerdings mich selbst als DNS-Server hier auf beiden Netzwerkkarten eingestellt habe. Dazu installiere ich über Add Roles and Features bei Manage den DNS-Server-Dienst. Sag hier immer Role-Based oder Feature-Based Installation. Next. Select the Server. Ja, ich nehme mich jetzt selbst. Und installiere hier mal den DHCP und DNS-Server und inkludiere alle Management Tools. Kann hier auch noch den Webserver installieren, falls ihr den später benutzen wollten. Next, 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 next. Lass die Standard Features und sag starte dich neu, falls du dich neu starten musst nach der Installation. Kann hier inzwischen überprüfen, ob die IP-Adressen passen. Ja, die passen und funktionieren. Die Installation hier dauert nun ein paar Minuten. In der Praxis wird man auch häufig den DNS und den DHCP-Server zumindest auf einer Maschine installieren. Zu den Gründen dafür kommen wir noch später. So, ich sage jetzt Complete. Die Installation ist abgeschlossen. Ich kann nun hier sagen Complete DHCP Installation
sag Commit, Close und dann ist hier diese Warnung einmal weg. So, jetzt kann ich unter Tools DNS gehen und konfiguriere zuerst den DNS-Server. Ich habe hier mal jetzt den DNS-Server drinnen, ich bin der Server 1 und lege hier jetzt einmal mit rechter Maustaste Properties ein paar Einstellungen fest. Erstens einmal, auf welchen Netzwerkkarten soll auf DNS-Abfragen gelauscht werden. Hier kann man standardmäßig alle eingestellt lassen. Hier unter Root Hints stehen alle weltweit erreichbaren Root-Server drinnen, die befragt werden, wenn irgendein Name aufgelöst werden soll, für den ich nicht das Zonenfile auf meinem Server hoste. Ich muss nicht die Routines nehmen, ich kann auch hier unter Forwarders Edit zum Beispiel die zwei Google DNS Server, die kostenlos und öffentlich verfügbar sind, eintragen. Dazu gebe ich 4x die 8 ein, 2x die 8, 2x die 4, okay, und löse hiermit nun alle IP-Adresse, alle DNS-Anfragen, die mein Server nicht beantworten kann, über den Google DNS auf, um nicht die Root-Server mit meinen Anfragen zu belästigen, sozusagen. Sage jetzt OK. Standardmäßig ist hier auch aktiviert Use Routines if no forwarders are available. Wenn hier kein Forwarder drin steht, fragt er die Root-Server. Sage Apply. Schau jetzt nur noch weiter durch, ob wir hier noch irgendwas haben. Hier ist jetzt eigentlich nichts mehr Wichtiges drauf. So, sag OK. Und sollte jetzt im Idealfall schon Google.at auflösen können. Wie man sieht, ich bekomme hier vom DNS-Server Localhost mit dieser IP-Adresse 127.0.0.1 eine Antwort. Versuchen wir das Ganze ein bisschen größer zu machen. So. Bekomme jetzt hier eine Antwort. Non-authoritative answer. www.google.at und diese IP-Adressen. Non-authoritative answer deswegen, weil mir mein Forwarder geantwortet hat und nicht mein DNS-Server, also ich selbst, weil er diese Anfrage nicht beantworten konnte. So, jetzt sollte ich auch Google.at pingen können. Das funktioniert schon. Und ich sollte auch heise.de pingen können. Das funktioniert auch. So, das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir richten eine Forward-Lookup-Zone ein, sagen rechte Maustaste, neue Zone, Next. Richten als erstes eine primäre Zone ein und sagen jetzt, ich möchte zum Beispiel vorherbas.ad auflösen. Sag Next, erstelle ein neues Zonenfile, das so heißt, Next. Hier sage ich nun Allow both insecure and secure dynamic updates. Was heißt das? Hier lege ich fest, dass sich der DHCP und der DNS-Server quasi synchronisieren und wenn ein neuer Client in meinem internen Netzwerk eine DHCP-IP-Adresse zugewiesen bekommt, dieser automatisch auch mit der entsprechenden IP-Adresse und dem PC-Namen auf meinem DNS-Server eingetragen wird und richtig aufgelöst wird. Next. Finish. So, jetzt habe ich hier definiert, dass ich die Zone vorherbas.at, das Zonenfile, hoste und diese Anfragen, die vorherbas.at betreffen, über meinen DNS-Server hier aufgelöst werden. Ich habe hier standardmäßig zwei Einträge, den SOA, den Start of Authority Eintrag. Wenn ich den doppelklicke, sehe ich hier ein paar Einträge, zum Beispiel die Seriennummer.
Die Seriennummer ist dann wichtig, wenn ich mehrere DNS-Server in meinem Netzwerk betreibe. Die Seriennummer wird immer aufgesetzt, wenn ich hier am primären Server irgendetwas ändere. Dann weiß der sekundäre DNS-Server in meinem Unternehmen, dass er sich bitte die Änderungen rüber synchronisieren möge. Hier kann ich den primären DNS-Server eingeben, das bin in dem Fall ich. Eine verantwortliche Person kann sagen, wie oft sich meine DNS-Server hier eine Backup-Kopie sozusagen der Resource Records der Einträge hier ziehen sollen, wie oft das Ganze versucht wird, wann das ablaufen soll und die Time to Live, wie lang ein Resource Record im Cache des Clients bleiben soll, damit ich nicht immer befragt werden muss. Wenn der Client mich als DNS-Server kontaktiert, liefere ich ihm beispielsweise die IP-Adresse von google.at aus und für eine Stunde bleibt die IP-Adresse und der entsprechende Eintrag beim Client gespeichert und innerhalb dieser einen Stunde fragt er mich dann nicht mehr. So, dann hier kann ich die Dynamic Updates erlauben. Hier kann ich Zonentransfers erlauben, zu dem kommen wir später noch. Wins ist ein altes Microsoft DNS-System, das brauchen wir nicht mehr. Und hier kann ich die Name-Server, die ich habe, eintragen. Gut. Hier komme ich dann, wenn ich hier raufklicke, direkt zu den Name-Server. Name-Server sind quasi die DNS-Server, die mein Zonenfile für Airbus.at hosten und die entsprechenden Einträge vorrätig haben. Ich kann jetzt hier beispielsweise mal einen neuen Host-Eintrag festlegen, einen A-Record, und sagen, der Name www für www.airbus.at wird aufgelöst auf welche IP-Adresse, auf 192.168.1.1 und add host. Jetzt leite ich quasi die Adresse www.airbus.at auf diese IP-Adresse um. So, wenn ich jetzt den Internet Explorer benutze, sollte ich, wenn ich einen Webserver installiert habe und www.airbus.at eingebe, auf meinen lokalen Webserver umgeleitet werden. So, das war der erste Streich. Der zweite Eintrag, zum Beispiel ein CNAME, ermöglicht mir, dass ich sage Webserver und webserver.airbus.at wird jetzt nun auf einen anderen A-Record hier auf www umgeleitet. Das heißt, ich erstelle sozusagen einen zusätzlichen Namen für www, unter dem www auch erreichbar ist. Wenn sich jetzt hier dieser Eintrag ändert, muss ich hier diesen nicht ändern. Wenn ich alles mit A-Records löse, muss ich jedes Mal die IP-Adresse anpassen. Wenn ich Webserver auf www zeigen lasse, brauche ich nur hier diesen Eintrag mit der IP-Adresse zu ändern, wenn sich mein Server ändert. Jetzt kann ich hier mal einen Blödsinn eingeben. Schreibe noch irgendwas dazu. Das funktioniert natürlich nicht. Wenn ich jetzt webserver.airbus.at eingebe, werde ich entsprechend weitergeleitet. Ich kann hier auch mit eines Lookup das gleiche machen. Ich gebe mal irgendwas ein, .vorairbus.at. Das Ganze wird nicht aufgelöst. Ich gebe www ein. Das Ganze wird auf die IP-Adresse aufgelöst. Und ich gebe Webserver ein. Dann wird das Ganze auch entsprechend richtig aufgelöst. Wichtig zu wissen, DNS hat nichts mit dem Internet Explorer oder dem Pingen oder irgend sowas zu tun, sondern das Ganze dient nur der Namensauflösung und funktioniert mit jedem Programm und jedem Internetprotokoll. So,
Weitere Einträge wäre der Mail Exchange, hier der MX Record. Hier kann ich sagen, an welchen Mail-Server meine eingehenden E-Mails kommen, sozusagen. Dann, ja, als nächstes werden wir eine Reverse-Lookup-Zone machen. Was im Moment noch nicht funktionieren wird, ist, dass ich eine IP-Adresse in den Namen zurück auflöse. Dies ermöglicht mir die Reverse-Lookup-Zone. Ich sage neue Zone, next, wieder eine primäre Zone, next, IPv4, next und gebe jetzt meine Netzwerk-ID ein. Netzwerk-ID heißt, wenn ich 192.168.1.1 als IP-Adresse habe, ist die Netzwerk-ID 192.168.1. Das letzte Ding hier kann ich gar nicht ändern. Sag next, next, allow both insecure and bla bla dynamic updates, next, finish. So, habe jetzt eine Reverse Lookup Zone und kann jetzt hier zum Beispiel sagen, einen Pointer setzen. Pointer ist quasi der umgekehrte A-Record von vorher und kann sagen, diese IP-Adresse wird aufgelöst, bitte in den in www.vuerbas.at. Wenn ich jetzt die IP-Adresse eines Lookups, dann wird die entsprechend richtig aufgelöst. Wenn ich jetzt hier in der Forward-Lookup-Zone, die zum Auflösen von Namen in IP-Adressen dient, einen neuen A-Record setze und sage zum Beispiel Webserver 2 in 192.168.1.1 und sage Create Associated Pointer Record, BTR Record und Add Host, dann wird hier automatisch der entsprechende Pointer gesetzt, wenn ich das Ganze aktualisiere. Und was jetzt funktionieren sollte, ist eines Lookup webserver2.vuerbas.at in die IP-Adresse und die IP-Adresse in den entsprechenden DNS-Namen. So. Wir haben jetzt natürlich einer IP-Adresse zwei Namen zugeordnet. Ist jetzt nicht ganz üblich, ich lösche mal den oberen und versuche das Ganze noch einmal. Funktioniert jetzt perfekt. So. Was ich jetzt noch machen kann, ist, ich kann hier zum Beispiel eine sagen New Domain und sagen Projekt, okay, und jetzt habe ich quasi eine Subdomain eingerichtet, für die ich ebenfalls verschiedene Einträge verwalten kann. Ich kann jetzt sagen New Host und sagen Projekt www und habe jetzt das Full Qualified Domain Name www.projekt.vuerbas.at, wird aufgelöst in diese IP-Adresse, legt den Pointer Record auch an und will jetzt www.projekt.vuerbas.at auflösen und bekomme die entsprechende IP-Adresse retour. Jetzt habe ich hier quasi eine Subdomain angelegt mit den entsprechenden Einträgen. Ich kann hier natürlich auch wieder sagen sport.projekt.vuerbas.at, löse mir das auf den www-Record hier, mach das Ganze mit, behandle das Ganze jetzt mit NSLookup und ersetzt es hier vorne durch Sport. Jetzt wird das Ganze entsprechend aufgelöst.
So, was wir noch machen können, ist eine Delegation. Hier kann ich sagen, eine Subdomain, sagen wir meinetwegen, Marketingabteilung, marketing.foerbis.at wird von einem anderen Name-Server verwaltet. Ich trage jetzt hier einen zweiten Server ein. Und sag Finish. Jetzt ist hier sozusagen die Zone, die Subdomain Marketing als Subdomäne eingetragen. Gehe jetzt auf meinen zweiten Server und werde mir hier sozusagen jetzt den DNS-Server installieren. Ich nehme jetzt nochmal präventiv den DNS und DHCP nur zu Testzwecken. Lasse das hier einfach mal installieren. Und hier nur kurz zur Erklärung. Alle Anfragen, die jetzt an mich kommen, an den Server 1 und die Subdomain marketing.foerbis.at betreffen, werden jetzt auf den Server 2 hier umgeleitet. Ich kann hier nun wieder eine am DNS-Server ein neues Zonenfile anlegen mit einer Forward- und Reverse-Lookup-Zone und hier jetzt die Einträge sozusagen jemand anderen verwalten und administrieren lassen, der sich beispielsweise um dieses Projekt kümmert. So, hier ist nun, sind die zwei Serverrollen installiert. Sag nun Tools DNS und richte hier eine Forward Lookup Zone ein. Numere Zone, Zonenname marketing.foerbis.at. Next, next, allow dynamic updates, next, finish. So. Und werde nun jetzt hier beim Name-Server ist die IP-Adresse vom Server hier nochmal eingetragen. Schauen wir mal hier die Einstellungen an, was wir hier festlegen können. Primärer Server ist der Server 2, das passt. Name-Server ist auch der Server 2. Und jetzt schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Und zwar werden wir hier einen Host-Eintrag anlegen und sagen www.marketing.werbes.at wird umgeleitet auf 9268.1.2 @host. Jetzt mache ich noch schnell eine neue Reverse-Lookup-Zone. Primäre Zone, IPv4, next. 92.168.1 Next Next Allow Dynamic Updates Next Finish. So, jetzt lasse ich hier noch den Pointer-Eintrag machen. Hab dann das Ganze hoffentlich hier auch drin. Ja. Und jetzt müssen schauen wir hier, ob der DNS-Server noch sich selbst befragt. Nein, das müssen wir noch einstellen. Oder na, sagen wir, wir befragen standardmäßig den ersten DNS-Server. So. Ja. Er befragt jetzt standardmäßig den Server 1 hier und wir versuchen nun www.marketing.foerbis.at zu pingen und schauen einmal, wo wir landen. Okay,
dann lösen wir den, schauen wir mal hier rein, lösen wir, schauen wir mal, wie der Name aufgelöst wird. Delegiere ich jetzt die Verwaltung zu der Zone an einen anderen Server und ich vermute, dass wir hier noch einen Conditional Forwarder brauchen. Probieren wir jetzt mal einen Conditional Forwarder. Neuer Conditional Forwarder. Hier kann ich festlegen, dass ein bestimmter DNS Namespace, also zum Beispiel google.at, automatisch einen bestimmten DNS-Server abfragt. Wenn einer meiner Clients auf google.at gehen will, wird direkt der DNS-Server von Google befragt. Das hat jetzt vor allem zum Beispiel den Sinn, wenn zwei Firmen zusammengehen, beispielsweise Sony und Ericsson, dass Sony auf den DNS-Server von Ericsson direkt zugreift und somit Zugriff auf die internen DNS-Einträge von Ericsson hält, beziehungsweise umgekehrt. Ich sage jetzt marketing.foerbers.at wird aufgelöst durch Server 2. Schauen wir mal, ob der aufgelöst werden kann. Wir können jetzt zwei Dinge machen. Wir können jetzt zum Beispiel die IP reinschreiben. Im Idealfall schreibt man hier den Namen des Servers rein. Sag OK. Und probiere jetzt einmal das Ganze aufzulösen. Und ja, wie man sieht, das funktioniert jetzt. Jetzt sollte auch das Pingen funktionieren. Jetzt sage ich quasi, marketing.foerbers.at wird von einem anderen DNS-Server aufgelöst. Und der wird dann sozusagen befragt. So, ich kann hier jetzt bei den Einstellungen nur einstellen, welche DNS-Server befragt werden. Probieren wir hier mal testweise einfach nur den Namen festzulegen. Server 2. Okay, das löschen wir den Eintrag raus. Ja. Hier ist der Servername und die IP-Adresse drinnen. Jetzt funktioniert es. Und jetzt kann hier ein anderer Administrator auf seinem DNS-Server zum Beispiel Einträge vornehmen, wie sport.marketing.foerbers.at. Löse mir das auf die www-Adresse hier und wenn ich jetzt sage NSLookup, und sage sport.marketing.foerbers.at, wird es entsprechend aufgelöst und ein Bing-Befehl sollte natürlich auch funktionieren. Ich kann jetzt natürlich auch noch meinen dritten Server hernehmen, mir kurz die Netzwerkeinstellungen anschauen und hier jetzt ist der richtige DNS-Server, der erste Server, schon eingetragen und kann zum Beispiel jetzt einen neuen R-Record machen und sagen werbung.marketing.foerbers.at wird umgeleitet auf meinen dritten Server, Pointer Record anlegen und jetzt sollte werbung.marketing.foerbers.at auf den dritten Server aufgelöst werden. Wie man sieht, der Bing funktioniert und die Namensauflösung ebenfalls. Jetzt kann man noch testen, die Rückwärtsauflösung von der IP-Adresse vom dritten Server in den Namen.
Okay, das funktioniert noch nicht. Wir müssen dazu hier in der Reverse Lookup Zone einen Eintrag machen noch. Der hat offenbar noch nicht funktioniert. Oder auch doch. Okay. Das sollte eigentlich funktionieren. Gut. Theoretisch sollte es funktionieren. Praktisch funktioniert es noch nicht ganz. Was bei DNS immer eine Rolle spielt, die ganzen Einträge werden oft nicht hundertprozentig sofort übernommen, sondern aus irgendeinem Cache geholt. In dem Fall probiere ich ipconfig flush DNS, um den lokalen DNS-Cache zu leeren. Das probiere ich jetzt auch hier auf meinem zweiten Server. Die Schrift ein bisschen größer, leere jetzt den DNS-Cache und versuche die Namensauflösung noch einmal. Okay. Gut, das funktioniert jetzt nicht. Das Mingen funktioniert allerdings. Ich nehme an, dass das jetzt im Prinzip nur noch am Cache liegt. Ansonsten müsste es eigentlich funktionieren. Okay, wahrscheinlich liegt es auch noch daran, dass hier auf meinem primären DNS-Server ich meine Reverse-Lookup-Zone updaten muss und einen neuen Pointer machen muss. Probieren wir das mal hier, einen neuen Pointer machen, sage IP-Adresse 1.3 und Hostname sei jetzt Marketing so. Versuchen wir das einmal so und schauen, was jetzt rauskommt. Bei dem ganzen, das geht sowieso und eines Lookup funktioniert. Okay, jetzt zeigt er auf den Name-Server. Gut, das funktioniert noch nicht so ganz, weil der Pointer-Eintrag nicht passt. So, was wir jetzt offenbar noch vergessen haben beim Marketing, muss ich hier noch festlegen unter Edit noch. Schreiben wir jetzt noch einmal probieren wir es jetzt mit dem PC-Namen vom Server, okay. Ich nehme jetzt mal die IP-Adresse und sage add. Und jetzt schmeiße ich meinen Conditional Forward einmal raus. Und im Idealfall sollte jetzt alles bis auf marketingfirebase.de geht, auf diesem Name-Server umgeleitet werden. Löschen wir noch einmal den Cache und versuchen das Ganze aufzulösen. Gut, okay, die Reverse Lookup Zone funktioniert jetzt noch nicht ganz. Was man zu Testzwecken auch machen kann, beim DNS-Server, bei der jeweiligen Zone hier, Zonentransfer to any Server erlauben. Das muss ich für jede Zone machen. Dann kann quasi jeder DNS-Server in meinem Firmennetzwerk meine Einträge auch kopieren und eine Kopie davon hosten. Der Sinn hier ist natürlich eine gewisse Ausfallsicherheit des Ganzen zu erreichen. In der Praxis würde man das nur den Name-Servern, den speziell hier eingetragenen Name-Servern erlauben. Ich zu Testzwecken gebe das jetzt hier mal für alle Server frei, um das einmal zu testen. So, jetzt sollte das einmal soweit eingerichtet sein. Das DNS funktioniert einmal soweit.
Gut. Der nächste Schritt ist, wenn ich eine Ausfallsicherheit machen will zwischen den beiden, das machen wir beim nächsten Video.